Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Wie ihr wisst, das Update ist jetzt schon eine komplette Woche draußen. Es hat sich viel getan. Es hat sich einiges geändert im Spiel. Es ist absolut nicht mehr leicht, als Free-to-Play-Player hier durchs Spiel zu kommen. Dennoch habt ihr trotzdem die Möglichkeit, wie ihr seht bei mir, so gut wie fast ein komplettes Technocat-Team zu haben, obwohl ich bis jetzt nicht mal ein einziges Legendary aus dem Eck gezogen habe. Das heißt, ich habe sie mir alle gekauft oder gefused. Es gibt einige Methoden, wie ihr zu 90% bzw. fast zu 100% ein Technocat bekommen könnt. Das möchte ich euch gerne heute zeigen. Ebenso möchte ich euch zeigen, wie ihr sehr schnell Technocoins farmen könnt. Und warum ich davon ausgehe, dass das Spiel demnächst den Keller runtergehen wird und aussterben wird. Ich wünsche euch viel Spaß im Video. Wie erwähnt, habe ich ja gesagt, dass ihr die Möglichkeit habt, euch die Technocats selber zu holen, ohne dass ihr sie überhaupt aus den Eiern bekommt. Es gibt eine Fuse-Methode, bei der ihr zu 90% die Wahrscheinlichkeit habt, eins zu bekommen. Fangen wir mal mit der kleinsten Stufe an, die kann ich euch gerade leider nicht zeigen. Dazu braucht ihr 9 Cyberfoxes in Rainbow. Dadurch bekommt ihr dann einen Robot in Rainbow. So, was wollt ihr jetzt mit diesem Rainbow anstellen? Die Methode ist wirklich sehr, sehr simpel. Ihr braucht im Prinzip 3 Rainbow Robots, die ihr in die Fuse-Maschine reinhaut. Dadurch bekommt ihr einen Rainbow Happy Computer. Gut, die meisten denken sich jetzt, okay, aber ich habe ja immer noch nicht meine Technocat. Richtig, aber wenn ihr 3 Happy Computer in die Fuse-Maschine reinhaut, bekommt ihr ein Rainbow Techno Cat. Solltet ihr natürlich jetzt noch nicht so viele Coins haben und noch kein gutes Team haben, werdet ihr eine Zeit brauchen, bis ihr eure erste Techno Cat habt, aber umso mehr ihr habt, umso schneller sammelt ihr und ihr werdet sehen, ihr werdet auch sehr schnell sehr viele Techno Cats haben. Ich habe die letzten Tage auch sehr, sehr viel getradet. Ich verkaufe regelmäßig meine Cyberfoxes in Rainbow, sammle mir dann Geld an, um mir Happy Computer oder die Robots in Rainbow zu holen, damit ich mir dann meine Technocats machen kann. Wie die meisten Leute gehen alle davon aus, dass ihr die meisten Coins von der riesigen Kiste hier bekommt. Es ist etwas langweilig, wenn ihr die ganze Zeit hier steht. Das ist auch wirklich eine AFK-Kiste. Das bedeutet, wenn ihr wirklich gerade mal nicht im Spiel seid, dann stellt euch dahin, verkloppt die Kiste, keine Frage, es lohnt sich. Dennoch ist dies nicht der schnellste Weg, wie ihr ganz schnell ganz viele Techno-Coins sammeln könnt. Dazu müsst ihr in den letzten Bereich gehen und ihr klickt einfach wie blöd jeden Gegenstand an, der hier in der Gegend ist. Dadurch verdient ihr ungefähr die vierfache Summe, was ihr in der gleichen Zeit bei der großen Kiste sammelt. Somit seid ihr um einiges schneller unterwegs. Es wird leider nicht wirklich möglich sein, dieses AFK zu farmen. Also diese Möglichkeit könnt ihr nur benutzen, wenn ihr auch wirklich aktiv spielt. Dennoch, wie erwähnt, ihr bekommt ungefähr die vierfache Menge, was ihr in der gleichen Zeit durch die große Kiste bekommen würdet. Solltet ihr online sein, farmt wie blöd diese Kisten, es wird sich wirklich lohnen. Nun zu dem Thema zurück, warum ich davon ausgehe, dass das Spiel bald aussterben wird. Ganz einfach, wie ihr wisst, habt ihr die Möglichkeit in der Dark Matter Maschine euch Dark Matter Pads zu machen, je nachdem wie viele Pads ihr reinmacht, verkürzt sich die Zeit. Dennoch habt ihr die Möglichkeit, mit wem machen wir es jetzt mal, machen wir unseren Rainbow Angelus, den haben wir jetzt einfach mal für 5 Tage rein, habt ihr die Möglichkeit für 799 Robux diesen Instant zu bekommen. Für Spieler, die natürlich so gut wie keine Robux haben oder nur teilweise mal ein paar haben, werden keine Möglichkeit haben, sich eins instant zu holen,
Aber es gibt sehr viele YouTuber, viele Spieler, die tausende, Millionen von Robux in ihrem Portfolio haben. Die haben die Möglichkeit, pausenlos sich Dark Matter Pets zu machen, ohne dass es sie wirklich juckt. Für uns eine unmögliche Sache, für einige eine mögliche Sache. Es wird immer mehr Pay to Win. Genauso das gleiche mit den Eggs. Ich habe ungelogen schon wieder locker 4.000-5.000 Eggs geöffnet und ich habe bis jetzt nicht mal selber ein einziges Legendary gezogen. Wie ihr wisst, ich besitze keinen Lucky Pass, weder einen Mythical Hunter Pass, einen Magic Egg Pass oder sonstiges. Und ich glaube, es wird immer unmöglicher für einen Free-to-Play-Player oben mit dabei zu sein. Abgesehen von der Fuse-Variante, die wirklich sehr, sehr OP ist und euch sehr schnell nach vorne bringt. Dennoch sehe ich sehr, sehr viele YouTuber, die wirklich dann die normalen Eier öffnen, sich dann einen Golden Mythical ziehen und den dann zum Rainbow machen und den gleich in die Dark Matter Maschine reinmachen. Ich finde es sehr, sehr traurig, dass es diesen Weg geht. Es wird mehr und mehr diesen Weg gehen und ich glaube, umso mehr Eggs wir bekommen, umso weniger wird die Chance sein, dass wir daraus was ziehen können ohne einen Pass. Ich bin sehr gespannt, wo es noch hinführen wird. Wie gesagt, für die meisten Leute, die sehr, sehr viele Robux haben, die haben hier schon ein volles Mythical Equip oder ein volles Legendary Equip. Obwohl das jetzt schon zu den schlechteren Teams gehört, da die Leute mit den ganzen Game Passes einfach unglaubliche Chancen haben, geschweige denn Legendary noch ein Mythical zu ziehen. Wie gesagt, ich habe leider noch kein einziges Legendary gezogen im letzten Update, wo wir das Heaven Egg noch hatten. Wie ihr wisst, habe ich einige gezogen. Es war jetzt nicht wirklich die Welt, aber vergleichsmäßig zu dem, was ich jetzt bekomme, ist es einfach nichts. Ich bekomme nichts. Ich musste mir alles fusen. Es gibt Wege. Dennoch wird es einem wirklich immer schwieriger gemacht. Zu guter Letzt möchte ich nochmal auf das Update eingehen, was heute hätte kommen sollen. Leider hat Preston uns gestern über einen Tweet mitgeteilt, dass es heute kein Update geben wird, worüber ich jetzt nicht unbedingt traurig bin. Ich meine, es hat sich viel getan. Wir haben 4 neue Eggs bekommen, sehr, sehr viele neue Pets. Ich bin noch nicht voll equipped mit den Techno-Cats, was definitiv mein Ziel ist. Somit habe ich jetzt noch eine Woche Zeit, um mir ein volles Team zu holen, um sehr gut in das neue Update reinzustarten. Ich gehe davon aus, es wird eine oder zwei neue Zonen geben. Somit wird es auch wieder 4 Eggs geben, beziehungsweise 2, je nachdem wie viele Zonen kommen werden. Ich freue mich schon riesig drauf. Ich hoffe, wir werden langsam aus dieser Pay-to-Win-Schiene rauskommen, wovon ich jetzt nicht ausgehe. Ich glaube, es wird noch schlimmer. Aber wir werden sehen, was das nächste Update bringt. Falls ihr es verpasst habt, in meinem letzten Video habe ich ein Giveaway gestartet, wo ihr die Möglichkeit habt, einen Mythical Angelus zu bekommen. Ich verlose insgesamt 2 an 2 verschiedene Personen. Sollte mein letztes Video 30 Likes haben, werde ich diese verlosen. Derzeit sind wir bei 18 Likes. Auch ihr habt die Möglichkeit, eins von denen zu gewinnen. Was ihr dafür machen müsst, ein Like auf meinem letzten Video dalassen, einen Kommentar mit eurem Nicknamen reinschreiben. Sobald die 30 Likes erreicht sind, werde ich diese beiden verlosen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Euer BotJay.